Was geht, Cory hier und willkommen bei Einfach Bibel lesen, der Serie, wo ich euch zeige, wie man die Bibel liest, indem ich die Bibel lese. Macht das Sinn? Okay. Wir haben bis jetzt Markus 14, 1 bis Vers 31 gelesen. Und wir haben gelesen, dass Jesus verraten wird. Verraten wird? Ja, macht Sinn. Wir haben gesehen, wie Jesus das Abendmahl gefeiert hat. Und wir haben gesehen, dass Judas die Person ist, die Jesus verraten wird. Und jetzt lesen wir weiter ab Vers 32. Aber bevor wir anfangen, vergesst doch nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, zu liken, damit ihr kein Video mehr verpasst. Starten wir ab Vers 32. Und da heißt es: Sie kamen zu einem Olivenhain, der Gethsemane heißt. Und Jesus sagte: Setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus, Johannes aber nahm er mit. Schreckliche Furcht und Angst ergriff ihn und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Wacht mit mir. Er ging ein Stück weiter und warf sich zu Boden. Dann betete er darum, dass das Schreckliche, das ihn erwartete, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehe. Aber, Vater, sagte er, dir ist alles erlaubt, dir ist alles möglich. Lass dieses Leidenkelch an mir vorübergehen. Doch dein Wille geschehe, nicht meiner. Als er zurückging, fand er die Jünger schlafend. Simon, sagte er zu Petrus, schläfst du etwa? Konntest du nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Seid wachsam und betet. Sonst wird euch die Versuchung überwältigen. Denn der Geist ist zwar willig, aber der Körper ist schwach. Danach ging er wieder weg und betete noch einmal und wiederholte seine Bitte. Als er wieder zu ihnen zurückkehrte, waren die Jünger wieder eingeschlafen, denn sie konnten ihre Augen nicht mehr offen halten. Und sie wussten nicht, was sie ihnen antworten sollten. Als er das dritte Mal zu ihnen zurückkam, sagte er: Schlaft ihr noch immer? Ruht ihr euch immer noch aus? Genug damit. Es ist soweit. Der Menschensohn wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Kommt, lasst uns gehen. Der Verräter ist da. Ja, was lesen wir hier? Wir lesen, dass Jesus im Garten Gethsemane betet. Und er hatte Furcht. Jesus hatte Angst. Aber wenn Jesus doch Gott ist, wie kann er dann auch Angst haben? Weil wir ja wissen, dass Gott Mensch geworden ist und 100% Mensch ist in diesem Augenblick. 100% Gott, 100% Mensch. 100% Mensch heißt, dass du, wenn du weißt, was jetzt vor dir kommt, und wenn du weißt, was jetzt als nächstes kommt, dann hast du Angst. Und wenn wir wüssten, wenn wir jetzt in das Auto steigen, dann explodiert es, aber wir müssen es trotzdem tun, dann würden wir doch auch Angst haben. Nur das, was Jesus erleiden wird, ist noch viel, 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 viel mehr als nur zu sterben. Jesus wird all die Sünden aller Menschen auf seinen Schultern tragen. Alles, was du je getan hast, alles, was ich je getan habe, alles, was jeder je getan hat, wird er auf seinen Schultern tragen. Und er bittet im Garten: Hey Gott, hey Vater. Und hier heißt es auch in Vers 36, aber mit Doppel-B und A. Was aramäisch für Vater ist. Also er spricht hier zum Vater. Wenn Leute mal sagen, ja, Jesus ist Gott, spricht zu Gott. Nee, Jesus ist Sohn, spricht zum Vater. Okay? Zum Vater. Wenn es möglich ist, hey, dann lass das vorübergehen, dann lass mich doch nicht sterben. Aber man sieht, er unterwirft sich aber dem Vater. Der Vater hat nämlich einen Plan. Der Plan ist, dass Jesus kommt, für all die Sünden stirbt und damit alle, die ganze Menschheit, frei sein kann. Aber Jesus sagt, und der Sohn sagt, aber der Sohn, Jesus, sagt, hey, wenn es nicht anders geht, ich diene dir das, was du willst, nicht was ich will. Und als Jesus dann zurückkommt, dann sieht er die Jünger schlafen. Dann kickt sie so wach, macht er natürlich nicht, aber er weckt sie auf und sagt, hey, Petrus,
Kannst du nicht mal eine Stunde mit mir wach bleiben? Und sie dann wahrscheinlich hier noch mit Saba runterlaufen, wissen gar nicht, was sie sagen sollen. Und Jesus sagt, hey, bleibt wach. Betet. Denn wenn ihr nicht im Gebet bleibt, dann werdet ihr Versuchungen, dann werdet ihr der Versuchung nicht standhalten können. Und dann sagt er auch noch weiter, der Körper, der Geist ist willig, aber der Körper ist schwach. Und dann geht Jesus nochmal und betet nochmal dasselbe und danach geht er nochmal dasselbe, als er schon wieder gesehen hat, dass sie immer noch wieder eingeschlafen sind. Und dann, als er das dritte Mal zurückkommt, sagt er, hey, okay, wacht auf, es ist Zeit, der Verräter ist da. Und wir sehen diese Aussage, die Jesus hier sagt, seid wachsam und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen. Denn der Geist ist zwar willig, aber der Körper ist schwach. Und das ist diese Message ist so stark, die können wir da so rausnehmen. Wir müssen wachsam sein. Und natürlich geht es nicht darum, dass wir niemals schlafen dürfen, weil ich glaube, wenn wir nicht schlafen, dann geht es uns auch schlechter. Und dann genau. Sondern es geht darum, geistlich wachsam zu sein. Auf die Angriffe des Satans einfach bereit zu sein. Wie können wir wissen, was er für Angriffe macht? Indem wir in seinem Wort, in Gottes Wort lesen. Da gibt es genug Beispiele, wie der Satan versucht, uns zu versuchen. Und zurück zu der Stelle, die wir letztes Mal gelesen haben. So, Petrus hat ja gesagt, nee, ich werde euch niemals verraten. Ich werde euch niemals verraten. Ich werde dich niemals verraten. Und auch die Jünger, nee, ich werde dich niemals verraten. Niemals. Und da sehen wir auch in 38, der Geist ist willig. Also klar, wir sind ab und zu und sagen voll motiviert, so, ja, das mache ich für Jesus und das mache ich und dies und das mache ich für Jesus. Und genau das haben die Jünger hier getan. Die Jünger sagen hier, hey, ich werde dich niemals verraten. Das ist der Geist, der spricht. Der Geist sagt, nee, ich werde dich nicht verraten. Das ist unser Plan. Aber der Körper selber, der ist schwach. Deshalb müssen wir ja auch den Geist mehr füttern als das Fleisch. Ich denke, dazu mache ich ein eigenes Video, wie man den Geist mehr füttert als das Fleisch. Aber hier sehen wir, dass die Jünger eingeschlafen sind, dass sie physisch eingeschlafen sind, aber auch deren Geist ist eingeschlafen, denn wir werden ja später noch sehen, dass sie wirklich Jesus verraten werden. Denn und weglaufen, denn ihr Körper ist schwach, obwohl ihr Geist willig ist. Lesen wir weiter. Ab Vers 43. Und da heißt es, kaum hat er das gesagt, da kam Judas, einer von den 12 Jüngern, mit vielen Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Sie waren von den obersten Priestern, den Schriftgelehrten und führenden Männern des Volkes geschickt worden. Judas hatte mit ihnen ein Zeichen vereinbart. Ihr werdet wissen, wer es ist, wenn ich auf ihn zugehe und ihn mit einem Kuss begrüße. Den könnt ihr festnehmen und abführen. Sobald sie angekommen waren, ging Judas auf Jesus zu. Rabbi, rief er und küsste ihn. Da packten die anderen Jesus und verhafteten ihn. Aber einer von den Männern, die bei Jesus waren, zog ein Schwert und schlug den Knecht des Hohepriesters ein Ohr ab. Jesus fragte sie, bin ich ein Schwerverbrecher, dass ihr mit Schwertern und Knüppel bewaffnet kommt, um mich zu verhaften? Warum habt ihr mich nicht im Tempel festgenommen? Ich war doch jeden Tag dort und habe gelehrt. Aber dies alles geschieht, damit erfüllt wird, was die Schrift über mich sagt. Da ließen ihn alle seine Jünger im Stich und flohen. Ein junger Mann, nur mit einem Leinenhemd bekleidet, schlich hinterher. Als die Männer auch ihn zu fassen versuchten, rissen sie ihm das Hemd vom Leib. Doch er entkam ihnen und lief nackt davon. Also hier sehen wir, wie Judas Jesus verraten hat. Mit einem Kuss. Judas hat mit den Männern ausgemacht, dass die Person, die ich einen Kuss gebe, die sollt ihr festnehmen. Das ist Jesus.
Und genau das passiert hier. Jesus wird festgenommen, wie ein Schwerverbrecher. Und sie kommen auch mit Waffen und Knüppeln, als ob er ein Schwerverbrecher wäre. Und er fragt auch, bin ich ein Schwerverbrecher? Ich war doch jeden Tag im Tempel, ich habe jeden Tag gepredigt. Ihr hattet doch die Zeit, einfach zu sagen, hey, komm mit, du bist verhaftet. Aber nein, sie wollten ja ihren Ruf nicht schädigen. Denn wir haben ja gesehen, es gab genug Leute, die für Jesus waren und etwas dagegen hätten, wenn Jesus ins Gefängnis kommt oder wenn Jesus verhaftet wird. Und wir sehen auch, dass eine Person jemanden das Ohr abschneidet. Und für die, die noch sehr, sehr neu dabei sind, die Bibel zu lesen, wir haben ja 4 Evangelien. Und in jedem Evangelium wird ungefähr dasselbe erzählt, aus einem anderen Blickwinkel. Und hier ist es ziemlich vage. Aber auch hier lesen wir wieder in einem anderen Evangelium, wer es war und wem er sogar das Ohr abgeschnitten hat. Und wir lesen in Johannes 18, Vers 10. Plötzlich zog Simon Petrus, immer Simon Petrus, ein Schwert und schlug Malchus, den Diener des Hohepriesters, das rechte Ohr ab. Also, wir sehen wieder, Mr. übermotiviert Petrus schlägt voreilig jemanden das Ohr ab. Obwohl Jesus gesagt hat, hey, das alles muss doch passieren. Aber wir wissen ja mittlerweile, wie Petrus ist. Und können es ihnen ja auch gar nicht mehr übel nehmen. Denn er ist einfach motiviert, Jesus zu verteidigen. Denn er hat es immer noch nicht verstanden, dass Jesus sterben muss. Dass das hier alles passieren muss. Damit es erfüllt wird, was geschrieben stand. Und letztendlich wir alle gerettet werden können. Im Lukas-Evangelium lesen wir auch, dass Jesus Malchus' Ohr wieder geheilt hat. Und dann wurde Jesus abgeführt. Und dann lesen wir, dass die Jünger alle flohen. Genauso wie Jesus es gesagt hat, dass sie nicht hinter Jesus bleiben, sondern vor Angst weglaufen. Aber ja, das war's für diese Woche. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Falls ich irgendwas rausgelassen habe oder falls ihr Fragen habt, schreibt es mir nach unten in die Kommentare und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Corey hier, ihr da. Alles klar. Halt, bevor ihr geht, ich habe hier noch 2 Sachen, wo ihr draufklicken könnt. Einmal die Playlist von allen anderen Markus-Kapiteln, die ich bis jetzt durchgenommen habe. Und hier ist ein anderes interessantes Video. Klickt doch einfach mal drauf.